So Leute, ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Video und zwar zum Ehre genommen Best of. Wie ihr wisst, haben wir letztes Jahr die Reihe Ehre genommen gestartet und 10 Parts rausgehauen und im Anschluss dazu gab es natürlich das Ehre genommen Best of. Dieses Jahr machen wir es genauso, nur habe ich dieses Jahr nur 17 Parts gemacht. Leute, ich bin ehrlich mit euch, das Format hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Aber es ist natürlich klar, dass die Kreativität irgendwann so ein bisschen darunter leidet, wenn man 17 Parts macht, wo immer 5 bis 6 Ehre genommen dabei sind. Ich dachte mir also einfach, bevor ich irgendwie auf Krampf noch irgendwas raussuche, beenden wir die Reihe für dieses Jahr, vielleicht sogar für immer, ich weiß nicht. Ich glaube, als YouTuber ist es auch ein bisschen klar, dass man ein paar andere Sachen machen möchte. Ich weiß, es hört sich weird an von einem Typen, der seit über 3 Jahren Anime zusammenfasst, aber ihr wisst, was ich meine, okay? Ich habe euch aus den 7 Parts die besten Szenen rausgeschnitten und das Ganze hier zusammengetragen. Bevor es losgeht, möchte ich mich aber hier nochmal bedanken für den ganzen Support von euch im Jahr 2020. 2.0, weil, seien wir ehrlich, das Jahr war genau das. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben auf dem Video hier freuen, als auch ein Abo auf dem Kanal. Ich bin damit raus und wünsche euch viel Spaß mit den Clips. Aber damit haben wir nun endlich genug geredet. Wir fangen nun an mit dem ersten Clip und Freunde, wer könnte Ehre genommen Staffel 2 besser starten als der MVP der ersten Staffel von Ehre genommen, nämlich Madara Uchiha. Und ja, ich weiß, ich habe ein Problem. Ich bin verrückter nach Madara als die Girls nach Takemichi in Tokyo Revengers. Aber seien wir mal ehrlich, wie kann man denn bitte kein Fan von einem Charakter sein, dessen Kämpfe aussehen, als würde er die ganze Zeit breakdancen? Wir haben ja bereits gesehen, wie Madara die gesamte Shinobi-Allianz absolut gegrillt hat. Nochmal Rest in Peace an den Typen, der dachte, dass er Madara mit einer Briefbombe umbringen kann. Mir geht es dieses Mal aber um eine etwas andere Szene. Ich spreche von der Szene, wo Madara knackig wiedergeboren wurde. Madara, du hast gesagt, ich werde Rin und Negan wiedersehen. Wie kann man nur so ein simpener The Walking Dead Fan sein? Du musst mir schon richtig zuhören. Ich habe gesagt, dass du das Rinnegan wiedersehen wirst. Du elendiger Huren. Ha. Schade, ich wäre zwar gerne in einem anderen Anime geistigkeit worden, aber das hier ist auch korrekt. Ich meine, in der One Piece Welt hätte ich vermutlich das Design hier abbekommen. Naja, was soll's. Wird wohl wieder Zeit, Ehre zu nehmen. Verdammt! Ich kann mich nicht bewegen! Erstmal gibt's hier einen kleinen Energy Drink. Keine Chance, weil lieber das Ganze vergessen. Ich habe den Ultra Instinct drauf. Ja, meine Freunde, wisst ihr noch, in Ehre genommen Part 6, wo Hashirama Madara geblockt hat und ihr Date auf später verschoben hat? Madara hat sich das Ganze wirklich zu Herzen genommen und in der Zeit den gesamten Dragon Ball Manga durchgelesen. Deshalb hat er auch seine Rüstung am Anfang des Kampfes abgelegt. Denn wie wir alle wissen, wird man durch Kleidung ablegen immer stärker. Besonders in One Piece ist die Technik ziemlich effektiv. Wie dem auch sei, auch den Ultra Instinct konnte Madara nur durch das Lesen von einem Manga lernen. Und ich mag zwar blinder sein als Madara ohne Augen, aber selbst ich sehe, dass der Typ einen ordentlichen Booty hat. Das Auge machen von Madara ist dabei sogar so krass, dass er einfach allen Bijus eine Schelle geben konnte. So konnte er auch alle für seinen Eintopf zusammenbekommen. Als Tobirama, der Vollidiot, dann dachte, dass er Madara besiegen könnte, hat er nochmal eine ordentliche Ladung Ultra Instinct schmecken dürfen. Was tut also unser ach so ehrenvoller und natürlich auch toleranter Hokage? Klar, er spuckt Madara an. Du dreckiger Huren. Mann, bist du eine Schande für die Weißhaarigen-Anime-Charakter. Gut, Tobirama hat das Ganze zwar nur getan, um für Sasuke einen Weg zu öffnen, aber alleine der Drip von Madara blockt hier dessen Attacke und beendet hier auch Sasukes Leben. Für mich hat Madara hier eindeutig gewonnen. Ich meine, er kann ja nicht riechen, dass Sasuke und Naruto ein paar Minuten später den übelsten Cheatcode bekommen. Und selbst der Mangaka der Serie hat ihn ja später völlig verarscht. Entweder das oder wir leben vielleicht doch im ewigen Tsukuyomi und Boruto ist nur eine Fortsetzung von Madara Shippuden? Naja, das würde jedenfalls für mich erklären, wie Kiba sich im Boruto eine Waifu klären konnte. Ach ja, Tokyo Revengers. Das Ding ist aktuell der heiße Sch*** der Anime-Community. Unser Hauptboy stirbt nämlich in Folge 1. Aber anstatt in einer Fantasy-Welt wieder aufzuwachen und sein Harem zusammenzusammeln, wacht er einfach nur 12 Jahre in der Vergangenheit auf, wo es nun seine Aufgabe ist, alle seine Homies zu retten.
Das Problem ist aber, dass die sich alle die ganze Zeit gegenseitig Baki-mäßig umbringen wollen. Doch von diesen ganzen Leuten sticht ganz klar einer heraus. Und nein, ich spreche hier nicht von dem klassischen Typen, der nur ins Fitnessstudio geht, um sich Solarium zu gönnen, den Yu-Gi-Oh!-Protagonisten der nächsten Staffel oder den Ehrenbruder des Jahres. Ich spreche hier ganz, ganz klar von Mikey aus Disneys große Pause, denn der Typ hatte einfach mal dieses andere Glow-Up gehabt. Und nun nimmt er sich eine Ehre nach der nächsten. Und das Ganze macht er einfach in den Allman Run 1. Ja, der versucht halt den Hintern von allen Leuten mit seinen Flipflops. Mann, der Typ nimmt nicht mal seinen eigenen Anime ernst. Denn bevor jemand die Ehre so richtig entwendet, postet er einfach rum, um Meme-Bilder nachzumachen. Aber heilige der Typ kann wirklich einen richtig miesen Roundhouse-Kick rauspfeffern. Da wäre sogar Chuck Norris stolz. Die einzige Person, die ihn dabei slappen konnte, war niemand anderes als Hina. Aber gut, wer zuletzt lacht, der lacht wohl am besten. Ich sag's mal so. 12 Jahre später hat seine ganze Gang Hina ein wenig deftiger geslappt. Okay, der war selbst für mich echt hart ehrenlos. Und selbst als Mikey noch in der Grundschule unterwegs war, hat der alle rasiert. Ey Mann, als ich so alt war wie der Typ, habe ich es nicht mal richtig hinbekommen, vernünftig zu Naruto runnen. Und das Ding ist ja, dass Tokyo Revengers ja nicht irgendwie in der komischen Dragon Ball Welt oder so spielt. Die leben ja alle in der echten Welt. Wobei ich hart bezweifle, dass ein Mittelschüler dazu in der Lage ist, einen anderen Mittelschüler hochzuheben, Order zu rufen und ihn herumzuschleudern. Aber das lassen wir einfach mal außen vor. Also Mikey ist ja eigentlich ein ganz normaler Mensch, aber irgendwie hat er in diesem Anime Battle-Shonen-mäßige Ausdauer. Selbst nachdem er einen bösen Hit mit der legendären Brechstange kassiert hat, konnte Mikey, der by the way noch einen weiteren Trottel an seinem Bein kleben hat, einen Todes-Roundhouse-Kick raushauen, um seine Gegner platt zu machen. Also Freunde, wenn ihr an dem Punkt noch zweifelt, dass die Son Gohan-Locke wirklich Kräfte verleiht, dann weiß ich auch nicht mehr, was mit euch los ist. Mann, in der einen Sekunde guckt der Typ wieder absolute Vollidiot und in der anderen lässt er einfach jeden durch. Vor Mikey kann man sich einfach nur noch verbeugen. Oh Mann, wie lange haben wir als Fans darauf gewartet? Attack on Titan Final Season hat so unfassbar rasiert, dass man das Ganze lieber in Eren's Attack on Eren Drip Season hätte umbenennen können. Ich meine, der kleine weinerliche Loser wurde einfach der Crush von jedem Mädchen, das Attack on Titan jemals geschaut hat. Da wurde Levi aber ganz schnell weggeworfen. Aber Mann, Eren hat auch einfach Swag gehabt. In dieser Staffel hat er auch wirklich so gut wie jeden Move rausgepult. Während dem Timeskip von Staffel 3 zu Staffel 4 war er nämlich im Training von Obitos Mörder, nämlich The Rock. Von ihm hat Eren ein paar Wrestling-Moves beigebracht bekommen, die er dann auch ohne zu zögern eingesetzt hat. Den Warhammer-Titan hat Eren dabei mal so richtig gezeigt, wo der Hammer hängt und sie so schnell ins Grab geschickt, dass ihre letzten Worte, was sind denn die letzten Worte Eren Jäger waren? Und wie hat er das Ganze gemacht? Indem er den einen Deutschen, der nur mit Schwarzköpfen chillt und deswegen auch Seiten auf Null trägt, als Nussknacker benutzt hat. Und Mann, derjenige, der unbedingt sterben wollte, nämlich Reini, hat Eren nicht geraidet, sondern einfach am Leben gelassen. Diese Staffel wirkt wirklich so, als hätte Eren all die Demütigung, die er vorher erfahren durfte, in sich reingefressen, um nun alles rauszulassen. Aber für mich, der eindeutig beste Moment war sein Fight mit Armin Allmann. Wie wir alle wissen, war ihr Verhältnis in dieser Staffel so ein klein wenig angekratzt. Was wohl daran liegt, dass Eren, naja, der gesamten Welt den Krieg erklärt hat. Doch Eren konnte einfach nicht damit aufhören zu flexen und deshalb hat er einen Move gepult, der in die Ehre genommen Hall of Fame einziehen würde. Zuallererst hat er versucht, den ganzen Konflikt zwischen ihm und Armin wie ein wahrer Mann mit einem Yu-Gi-Oh!-Duell zu klären. Da das Ganze nicht geklappt hat, hat er seinen Plan B genutzt. Er wusste nämlich ganz genau, dass er gegen Mikasa im Kampf nie im Leben gewinnen würde, also hat er ihr mit seinen Worten die Ehre genommen. Auf der anderen Seite wusste er ganz genau, dass er Armin nie im Leben mit Worten hätte besiegen können. Also hat er ihn einfach mit Fäusten besiegt. Ja gut, Armin konnte zwar einen Schlag landen, aber seien wir ehrlich, das ist ungefähr genauso gewesen wie der Schlag, den Mr. Satan damals gegen Cell gelandet hat. Hier, nimm das! Du nervst! Eren hat Armin hier wirklich eine Faust nach der anderen gegeben. Es ist halt auch einfach fies, wenn man seinen besten Freund verkloppt und ihn dabei mitteilt, dass sie all die Zeit lang nicht gekämpft haben, weil Eren ganz genau wusste, dass wenn sie es tun würden, er ihn absolut rasieren würde.
Okay, zugegeben, den guten alten Akashi aus Kuroko no Basket hatten wir bereits in einem vorherigen Part gehabt. Aber Mann, ich muss ihn einfach nochmal für das Comeback von diesem Format hier zurückholen. Dieses Mal reden wir aber nicht direkt über seine mieskrassen Dribbling-Skills. Ich meine gut, die sind halt schon echt krass. Zwei Leute alleine mit seinem Sharingan zu Boden fliegen zu lassen, das hat schon wirklich anders Style. Und ja, ich weiß, Kuroko no Basket ist schon so ein klein wenig übertrieben. Das habe ich spätestens dann bemerkt, als Kuroko eine Dribbling-Technik erfunden hat, mit der er einfach verschwinden konnte. Außerdem glaube ich, dass er die Sakura aus dem Anime dadurch auch schwängern konnte, aber das ist doch mal ein ganz anderes Thema. Was ich sagen wollte ist, ich mag Kuroko no Basket für das, was es eben war. Aber meine Fresse, es gab da so einen Move, der an Lächerlichkeit, ist das überhaupt ein Wort, nicht übertroffen werden konnte. Schaut mal, beim Basketball, also beim echten, gibt es so etwas wie Catch and Shoot. Das funktioniert ungefähr so. Seht ihr den Typen hier? Das ist Klay Thompson. Er ist ein ziemlich guter Basketballspieler. So gut, dass er sogar treffen kann, wenn sein Gegner den Shaozu-Move bei ihm abziehen möchte. Was er jedoch am besten kann, ist eben Catch and Shoot. Er bekommt den Ball und schießt sofort los. Wie ihr seht, funktioniert das Ganze ziemlich schnell. Kuroko no Basket hat aber das auf ein komplett anderes Level gehoben, was sogar für Son Goku himself übertrieben wäre. Der eine Typ, nämlich Midorima, springt in die Luft und bekommt von der Levi für Arme Version während seinem Sprung den Ball und versenkt so den 3-Punkte-Wurf. Das Ganze wäre höchstens in einer Welt möglich, wo die Explosion auf Namek wirklich nur 5 Minuten gedauert hat. Also wirklich, das ist mit der dümmste Move aus der gesamten Serie und Kuroko hat schon mal ein Kamehameha abgefeuert, aber ich würde sogar eher das abkaufen, als dass dieser Wurf hier funktionieren würde. Weil das Ganze natürlich absoluter Schwachsinn ist, macht Akashi ihm genau das klar. Alter, der Schwachsinn würde nicht mal in Dragon Ball Z funktionieren. Sorry, aber diese Ehre muss ich euch nehmen. Ich meine, ich benutze ein Sharingan-Basketball-Spiel und fand euren Move schon übertrieben. Mann, die beiden sind aber auch wirklich sowas von dumm, so einen Move überhaupt erst zu erfinden. Ich frage mich wirklich, wie dumm wohl eine Fusion von den beiden aussehen würde. Ja, was geht's? Wie konnte ich den Joke nicht kommen sehen? Oh, schade. Machen wir weiter. Akashi macht sich darüber hinaus sogar noch krasser über die beiden lustig. Er nutzt nämlich seine Anime-Kräfte, um ebenfalls die Zeit zu verlangsamen, damit er, während er in der Luft ist, Midorima einen ehrenlosen Spruch nach dem nächsten reindrücken kann. Wie konntest du eigentlich denken, dass du gegen mich eine Chance hast? Ich meine, ich bin ein Anime-Charakter mit roten Haaren. Außerdem besteht dein gesamtes Team aus 0815-Charakteren und der Bootleg-Version von Levi. Vielleicht wäre es besser, dich von einem Truck treffen zu lassen und es im nächsten Leben zu probieren. Ach ja, Yu-Gi-Oh! Diese Serie bietet wirklich eine Mehr an Ehre genommen Momenten. Aber der, den ich mir heute ausgesucht habe, sticht nochmal besonders hervor. Seto Kaiba hat zwar in dieser Serie einige Male den Kürzeren gegen Yugis, ja, krankes Deck gezogen, aber auch er hatte einige brutale Wins einfahren können. Am besten war dabei sein Sieg, bei dem er mit einem Kinderkartenspiel die Zukunft verändert hat. Und nein, ich übertreibe hier nicht extra fürs Video, das war wirklich der Plot von diesem Duell. Denn die gute Ishizu, die Dame hier, konnte in die Zukunft sehen. Fragt nicht, es hat damit zu tun, dass Ägypter irgendwie krass sind und ja, das ist eigentlich auch alles, was man dazu sagen kann, also nimmt es einfach an. Auf jeden Fall wusste sie wegen ihren magischen ägyptischen Fähigkeiten oder Gegenständen, was Kaiba Boy tun würde und so war ihr klar, dass sie das Duell gewinnen würde. Also, wir haben nun folgende Situation. Ishizu hat eine Falle gelegt, um Kaiba in genau diese tappen zu lassen. Dieser hat nämlich mit der Karte Seelentausch ihre Monster genommen, um sie zu opfern, damit er Obelisk den Peiniger rufen kann. Das Ganze gelingt hier zwar, aber genau das war ja auch der Plan von Ishizu. Wenn Kaiba nämlich nun mit Obelisk angreifen würde, würde sich die Falle aktivieren, Obelisk würde sich selbst zerstören und Ishizu würde das Duell damit gewinnen. Doch, durch magische Anime-Kräfte ging der Millenniumsgegenstand von Madek los und gab Kaiba einen Baba-mäßigen Flashback, als er noch damals in Ägypten rumgecruised ist. Was geschieht hier? Was sind das für Bilder? Warte mal, wird mir hier etwa mein eigener Anime-Flashback gezeigt? Ja, ich erinnere mich daran. Das war doch
meine allererste Waifu. Mann, mein weißer Drache mit eiskaltem Blick war ja damals eine echt heiße Chick. Bei dem Booty riskiere ich aber auch mal den ein oder anderen eiskalten Blick. Mein Instinkt sagt mir, dass ich auf Obelus pfeifen soll und den weißen Drachen spielen muss. Gut, ich meine, um ehrlich zu sein, ist Obelus ein ziemlicher Loser. Der trainiert nicht mal Beine. Also aufgepasst! Ich opfere meine beiden Monster, um damit den weißen Drachen mit eiskaltem Blick zu beschwören. Der ist ja krank. Der hat sie wohl nicht alle. Was soll denn das? Das kann nicht wahr sein. Ja, da brat mir doch einer einen Kuribo. Kaiba hat gerade einen Gott geopfert. Wovon redet ihr denn? Ich bin immer noch hier. Oh Mann, der Typ ist ja arroganter als Tristan Dummes. Ja, genau. Hey, warte mal. Okay, weißer Drache, versohle ich schieße so den Hintern, wie ich ihn dir gerne versohlen. Wobei, das sollte ich lieber nicht sagen. Greif einfach an und beende das Duell, okay? Freunde, was soll ich euch sagen? Naruto hat mal wieder einen rausgehauen und er muss in dieses Format mit reinkommen. Denn wenn Naruto Uzumaki die Schellen auspackt, dann verteilt er sie so richtig. Der neue Antagonist in Boruto hat wirklich das komplette Paket an Klatschen kassiert. Also Naruto hat in diesem Kampf ordentlich viele Punkte für seine Kombos bekommen. Er hat einfach mal einen Beyblade Spin mit einem Kick in die Magengrube kombiniert. Und ihr wisst, wie doll das in Animes zwiebelt. Die Minecraft-Attacke von Ishiki hat unser Junge einfach weggesteckt, als wäre das nichts. Und auch die Zeitlupen-Klatschen hat er natürlich drauf. Alter, ich habe den Kampf gegen Pain gesehen. Wie kannst du es wagen, das gegen mich zu tun? Das war fast ein bisschen zu leicht. Mann, siehst du bescheuert aus. So ein fetten Hintern, ey. Sowas habe ich ja lang nicht mehr gesehen. Naruto nimmt diesen Typen so dermaßen auseinander und schickt ihn öfter auf den Boden, als Sasuke Sakura gekorbt hat. Ishiki fliegt hier so krass hin und her, als wäre er in einem verschissenen Flipper drin, nur damit Naruto die alte Technik gegen Sasuke auspacken kann und Ishiki absolut kaputt hauen kann. Ultra Instinct-mäßig wehrt er hier alles ab, lädt sein Rasengan auf und haut die übelste Bombe raus. Und am allerwichtigsten, seien wir ehrlich, er sieht dabei absolut sexy aus. Dieses Design ist fire. Ich meine, im wahrsten Sinne des Wortes, Naruto cosplayt sogar das Feuersymbol aus Konoha mit dieser neuen Form. Und Leute, welche Sache haben wir als Naruto-Fan am krassesten gelernt? Richtig, Naruto steht immer zu seinem Wort, komme was wolle. Aus diesem Grund ist die Szene vor ein paar Folgen nochmal essentiell wichtig. Naruto kann einfach immer wieder dieses immense Nostalgiegefühl geben und hat Ishiki hier komplett fertig gemacht. Denn auch mit seinen Schlägen hat er ihn immer mehr Lebensenergie, was in diesem Format natürlich Ehre bedeutet, abgezogen. Und so konnte er seine Zeit verringern, die er noch in seinem Körper hatte. Im Klartext, Naruto und Kurama haben ihre eigene Ehre in Stärke umgewandelt, um die von Ishiki zu nehmen. Leute, ihr wisst Bescheid, Death Note ist absolut ikonisch und die Story ist eine, die man easy 7-mal oder so rewatchen kann. Wir haben also Light, der das Death Note findet und mit diesem Leute umbringen kann, solange er den Namen und das Gesicht kennt, was nach meinem Face-Reveal eine Sache ist, die mir dann doch noch ein bisschen Sorgen macht. Aber natürlich ist es sehr schwierig, ihn zu schnappen, da man nicht nachweisen kann, wer hier wen umgebracht hat. Also bringt er einen bösen Bubi nach dem nächsten um. Doch Light hatte den guten L nicht auf der Rechnung. Denn dieser hat ihn schon in Folge 2 absolut die Ehre genommen. Okay, nach dem ganzen Raiden habe ich schon echt Bock auf eine neue Folge von meinem Lieblingsanime. Entschuldigung, aber ihr absolut ekliger Anime wird hier von einer Sondermeldung von Interpol ersetzt. Moin, mein Name ist Lindell Taylor und ich ermittle im Kira-Fall. Wie Sie wahrscheinlich schon mitbekommen haben, werden aktuell viel zu viele Menschen in andere Anime geisekeit. Und ich werde nicht eher ruhen, bis ich den Verantwortlichen dafür in Knast die Seife fallen lasse. Bro, der würdest du nicht mal 5 Sekunden überleben. Wäre schon echt Fairytale-mäßig, wenn das passieren würde. Was für ein Idiot, ich töte Leute mit einem Notizbuch. Mich zu fassen ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ha, da glaube ich sogar eher, dass Ruffy Sword Art Online in Minuten droppt. Kira, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du denkst, dass du alle aus dem Leben dribbelst. Aber genauso wie der Move von Messi nach Paris zu gehen, ist deiner, Menschen umzubringen, absolut böse. Hä? Ich soll
böse sein? Alles klar, dann darf ich wohl auch so handeln, oder? Na, was jetzt? Da wurdest du wohl geradet, was? Warte mal, warum höre ich epische Anime-Musik? Damn, du konntest ja wirklich Menschen umbringen. Alter, wie konntest du auf den billigen Double-Trick reinfallen? Der Dude war sowieso zum Tode verurteilt. Der hat dich mies gedribbelt, Digga. Tja, was nun? Was machst du gegen den echten L? Komm schon, raide mich. Los, isse kein mich, bring mich um. Na los, gib's mir. Kannst du nicht, was? Funktioniert wohl nicht. Digi, dieser Anime wäre safe länger als One Piece gegangen, aber da ich bereits in Folge 2 rausgefunden habe, dass du irgendwo in der Kanto-Region am Rumlungern bist, machen wir das ganz fix. Tja, mein Lieber, wie soll ich sagen, schon bei deinem ersten Opfer hast du dir selbst die Ehre genommen, da wir so deinen Aufenthaltsort herausfinden konnten. El hat also gewusst, dass der Typ, der Kira ist, bestimmt ein mieses Ego haben muss, also hat er ihn in dieser Fernsehübertragung extra provoziert, um herauszufinden, wo er sich ihm auffällt, denn diese Übertragung war nur in der Kanto-Region zu sehen. Wie eben schon erwähnt, Death Note hätte locker 150 Folgen haben können oder so, aber El ist natürlich für seine Anime-Fans da und hat uns mit den Ausdribbeln von Light einen richtig knackigen Anime gegönnt. Freunde, ich glaube, ich will gar nicht sagen, in Ehre genommen hatten wir schon den Part gehabt, wo Levi die von Sieg absolut entwendet hat, aber natürlich hat er das Ganze in der Final Season nochmal gemacht und ich sage einfach gar nichts und lasse den folgenden Clip einfach mal für sich sprechen. Ey, Brillenschlange, lies weiter deinen Drecksmanga. Klar, Scholz, mach ich. Sag mal, ist du was vom Wein da? Nein, der ist alle und jetzt lass mich in Ruhe, Mann. Oh ne, ich ahne nichts Gutes. Ne, Beast Boy! Beastie Boy! Oh man, willst du mir etwa verklickern, dass du das jetzt ernsthaft durchziehen? Tja, lieber, ich wünsche dir viel Spaß damit, gegen deine eigenen Homies zu kämpfen! Ein paar Sekunden später. Endlich konnte ich Rache nehmen für die Demütigung von letzter Staffel. Den einzigen K-Pop-Boy, den ich in Zukunft noch sehen muss, ist der, der mir in den YouTube-Trends angezeigt wird. Oh Mann, tut das gut. Was zum Teufel? Verdammt, nicht schon wieder! Was soll der Scheiß? Hast du ernsthaft alle deine Homies offscreen gekillt? Halt's Maul, Bartfratze. Seit dem Tod von Petra und den anderen drei Eierköpfen sind meine Gefühle gestorben. Bro, du kannst mir nicht deine traurige Backstory auftischen, wenn du von vier Namen nur noch einen behalten hast. Hättest du Petras Booty gesehen, würdest du verstehen, dass ein normaler Mann alles andere sofort vergessen würde. Oh, das juckt mich nicht, ich werde nicht nochmal verlieren! Okay, gut, ich weiß. Normalerweise kommt jetzt der Moment, wo ich sage, Levi hat die Ehre von Sieg anders genommen. Das Problem ist nur, dass Sieg, ja, später nochmal einen kleinen Turnaround gekickt hat. 3:28 Uhr nachts. Levi, du hast zweimal die Ehre genommen. Da versuche ich mein Glück lieber in einem anderen Anime. Was laberst du, Mann? Ich hab nicht nur die Stimme von Dio. Ich kann sogar Techniken aus Jojo verwenden. Was zum Teufel? Levi, wir sehen uns dann wohl im nächsten Leben. Freunde, ich bin mir sicher, dass ihr alle mal in einer Partie League of Legends oder in einem anderen Game getrollt wurdet. Dieses Gefühl darüber lässt einen krasser explodieren als Haaland, wenn er die Chance sieht, ein Tor zu schießen. Aber glaubt mir, wenn ich sage, in der Geschichte des Trollen wurde noch nie jemand mehr getrollt als Tenshin Han von Son Goku. Die beiden haben sich nämlich im 23. Turnier mies gefetzt. Und ich muss auch sagen, diese ganze Nummer hier hat sich Tenshin Han auch irgendwie verdient. Der Bruder hat nämlich 3 Folgen lang damit geflext, dass er super duper schnell ist und dass Son
Son Goku eben nicht genug Skillpunkte in die Geschwindigkeit gepackt hat. Nur um dann mit seinen drei Augen zu sehen, dass Goku die ganze Zeit mit miesen Markenklamottengewichten gefightet hat. Der Bruder hatte einfach 100 Kilo extra drauf. Das ist so, als würde Son Goku mit der Oberweite von Nami kämpfen. Was übrigens auch der Grund dafür ist, warum sie in One Piece nie kämpft. Ich meine, schaut euch die Dinger an, wie willst du dich damit bewegen? Auf jeden Fall hat Son Goku seine Gewichte irgendwann abgelegt und damit auch den jungen Rock Lee für später motiviert. Oh naja, ich habe zwar vier Augen, aber selbst Tenshinhan hätte hier mit seinen Augen erkennen müssen, dass der ganze Kampf jetzt für ihn gelaufen ist. Aber nein, der Typ hat danach immer noch weiter geflext, dass er viel, viel schneller ist. Was Son Goku angeht, der Typ hat dir nicht mal zugehört und hat einfach Beyblade gespielt. Erst danach hat Son Goku einfach mal so Tenshinhans Gürtelchen geklaut und der ganzen Welt dessen Unterwäsche präsentiert. Ey Bro, es ist kein Wunder, dass sich der Homie nach dem Kampf in die Berge zurückgezogen hat. Ich meine, nachdem das Geheimnis seiner Unterhose offengelegt wurde, konnte er sich natürlich nicht mehr in der Stadt blicken lassen. Übrigens will ich dir auch anmerken, dass der Typ, der diese Unterhosen hier hatte, sich später über Vegetas überfreshes pinkes Hemd lustig gemacht hat. Und Tenshinhan hat auch wirklich nicht viel für seine Ehre getan, denn er hat immer mehr ehrenloses Zeug gemacht. Er hat nämlich hier das, ja, wie sag ich das am besten, das Schwarzkopf-Spezial in 1 gegen 1 Kämpfen angewendet. Richtig geraten, er ist mit seinen Cousins zum 1 gegen 1 Kampf aufgetaucht. Goku hat ihn hier aber weiterhin verarscht und das folgende müsst ihr euch mal geben. Son Goku hat Tenshinhans Attacke ausgenutzt, um eine kostenlose Runde Solarium kicken zu können. Erst dann hat Son Goku Tenshinhan seinen Fehler aufgezeigt, denn wenn er sich klont, teilt er dabei nur seine Stärke auf und nicht seine Dummheit, was für Tenshinhan ziemlich gut gewesen wäre. Und wäre das alles noch nicht genug, haut Son Goku am Ende des Kampfes einfach mal so einen Front auf Mathematik-Leistungskurs angelehnt raus. Ich hab gewonnen. Wie konntest du nur diesen üblen Rechenfehler machen, Tenshinhan? Brüche sind wohl nicht deine Stärke, was? Wenn du dich in vier Teile teilst, hat jedes Viertel nur einen Bruchteil der Fähigkeiten, die das Ganze hat. Mit einem Viertel konnte ich spielen fertig werden. Freunde, habt ihr euch auch schon mal gefragt, was passieren würde, wenn Shenlong aus Dragon Ball und Rengoku aus Demon Slayer ein Kind hätten? Nein! Ja gut, ich habe mich das auch nie wirklich gefragt. Aber tun wir mal so, als ob das eine Frage wäre, die die Menschheit, ja, wirklich beschäftigt. Im Anime Kobayashi Dragon Maid ist das nämlich die Realität. Mit dem Charakter hier, nämlich Toru. Oh naja, was soll ich sagen? Ich habe das Ding zwar nicht geschaut, aber bei meiner überaus professionellen Recherche für dieses Video hier bin ich auf eine Szene gestoßen, die ich einfach irgendwie in das Video reinmogeln musste. Zum einen ist es für mich komplett unverständlich, wie weit die Evolution der Anime-Fans gekommen ist, dass sie Drachen als Waifus haben wollen, und zum anderen verstehe ich nicht, wieso dieser Anime absolut geisteskrank animiert ist. Wie werden die Gelder in Japan bitteschön verteilt? Auf der einen Seite haben wir dieses absolute Spektakel, was wie ein Kampf der Götter aussieht, während der richtige Kampf der Götter aussieht wie der Kampf der Götter, den der 7-jährige Luffy im Kunstunterricht zusammengeschustert hat. Und das Krasse ist, dass diese Animation nicht mal der Grund ist, warum ich den Anime in dieses Format mit reinnehmen wollte. Die Szene, die ich am geilsten fand, kam nämlich jetzt. Wir als Naruto-Fans müssen nämlich nicht traurig sein, denn der gute Minato wurde nach seinem Ende im Anime einfach mal so als Drachenmädchen geissekeit. Ich meine, schaut euch das hier an. Der Bro droppt einfach seinen OG-Move in einem anderen Anime-Universum. Freunde, jeder krasse Anime-Charakter braucht einen Lehrer. Son Gokus Nummer im Turnier der Kraft war wirklich krass. Da kann ich mich heute nicht mal dran satt sehen. Aber das alles ist natürlich seinem Meister zu verdanken. Was nein, ich rede nicht über den Haufen von Verlierern. Ich spreche von seinem wahren Meister, nämlich Arataka Reigen, der wahre Erfinder des Ultra Instinct. Gut, nicht ganz, aber hey, es sieht so aus, okay? Die Kraft hat er nämlich in diesem Kampf, den wir jetzt besprechen werden, eigentlich von seinem Schüler Mob bekommen. Doch das alleine ist nicht alles, was zählt, denn Reigen hat das genauso wie Gojo und jeder gute Basketballspieler gemacht. Stärke alleine reicht nicht, man braucht auch Trash-Talk, um krass zu kämpfen. Du hättest mich fast umgebracht. Dieses Verhalten ist völlig inakzeptabel. Das soll ein Schwert sein? Das ist doch nicht mal ein Messer.
Damit kannst du höchstens Grimassen schneiden. Eine Frechheit. Dafür schlag ich dir die Rübe! Aua! Du Spitzbube! Zeit, dass dir mal jemand die Kindereien austreibt. Das Leben ist doch kein Wunschkonzert! Dazu sei gesagt, der andere Homie kommt bei dem Trash-Talk nicht wirklich viel besser weg. Was ist das? Sind das Schulterpolster? Nein, die sind da, um meine Schultern zu schützen. Mit anderen Worten, sie sind nur zur Zierde. Spielst wohl gern Super Saiyajin. Ja, Reagan raidet hier jeden und selbst das Digimon-Viech wird hier so krass ge-One-Punched, dass der Vater vom Mob, nämlich Saitama, ordentlich stolz wäre. Und um ehrlich zu sein, wenn man diesen Ultra-Instinct hier sieht, dann muss man einfach sagen, dass Dragon Ball das Hausaufgaben-Meme ja einfach mal 1:1 erfüllt hat. Reagan klatscht hier zwar jeden weg, aber zum Yasu-Main ist er wirklich besonders fies. Also von Kindern in deinem Alter sollte man mehr erwarten können. Was weißt du denn schon, ha? Mein Leben ist so verdammt hart, Mann. Obwohl ich an Yasu-Main bin und so verdammt gut spiele, bin ich immer noch in der Bronzeliga, Mann. Jedes Spiel bin ich der beste Spieler meines Teams, aber wegen meinen Teammates verliere ich trotzdem jedes Game. Ja, klassischer Yasu-Main. Ja gut, aber schlussendlich taucht dann der Sohn von Shanks auf und beendet den ganzen Krieg. Yoda, ins Exil gehen du wirst. Ja, also gut, Sword Art Online, was soll ich dazu sagen? Das Ding ist halt irgendwo meine Guilty Pleasure, okay? Ich weiß, der Titel ist weird, aber Leute, komm schon, ich bin auch nur ein Mensch. Ich meine, wie soll ich den Anime bitte Drop No Jutsu, wenn die immer wieder solche Banger als Openings droppen? Und ich wette, selbst den neuen Film werde ich mir wieder reinziehen und den Spaß meines Lebens haben. Anyway, ihr wisst Bescheid, Menschen sind in einem Videospiel. Videospiel ist cool und so, aber man ist gefangen und wer Videospiel stirbt, der stirbt auch in echte Welt. Ja, ich habe es ein bisschen einfacher ausgedrückt, damit ihr Bescheid wisst. Mir geht's aber hier um den Moment, wo Kirito, na gut, ich weiß auch nicht so recht, was eigentlich seine Mission war auf dieser Mission, aber auf jeden Fall wollte er hier hart flexen. Ist er etwa der schwarze Schwertkämpfer? Nein, du Idiot, der Titel ist nur gatzwürdig. Den können wir easy raiden. Eine Ewigkeit später. Freunde, ich halte mich hier schneller hoch, als ihr Schaden anrichten könnt. Ich würde es wirklich feiern, wenn wir das Ganze hier überspringen könnten, wie der Anime den ganzen Plot dieser Staffel und ich dann weiterziehe. Ich meine, verdammt, ich muss mich noch um Pinker Girl, um Main Girl, meine Schwester, keine Ahnung, wer sich den Plot ausgedacht hat, dann kommt das Girl mit den scharfen Geschützen, was Arsenal als auch Vorzüge angeht und, ach ja, um die Saber-Kopie muss ich mich dann auch noch irgendwann kümmern. Also wie ihr merkt, habe ich ordentlich was zu tun. Aber was ist mit Klein? Halsmaul! Der gehört ganz sicher nicht zu meinen Harem. Naja, das kann euch ja sowieso egal sein, denn ihr werdet bald die Seife anders im Knast aufheben. Ich bin grün, also wirst du orange, wenn du mich verletzen solltest. Ich bin mega edgy. Schau mich an, ich habe schwarze Kleidung. Da ist mir das völlig egal. Ja Leute, aber ganz ehrlich, in SAO geht es mittlerweile viel mehr um Kiritos Bekanntschaften als um die verschiedenen Games. Ich meine, schaut euch mal Kiritos Harem Mindmap an und dazu im Vergleich die von Klein. Ich schwöre, Klein hat vielleicht einen Case für den größten Loser in Anime History. Okay, um ehrlich zu sein, traue ich mich mittlerweile gar nicht mehr so richtig an Naruto ran. Denn seit Fortnite die Naruto-Skins gedroppt hat, hat sich die Welt ganz schön verändert. Aber kein Scheiß, man muss hier einfach zugeben, Kakashi ist trotzdem fresh geblieben. Aber gut, zum Glück ist das Update erst jetzt gedroppt. Denn wäre das damals schon bei den Final Fight von Naruto und Sasuke gewesen, dann wäre Naruto zwar out of Chakra, aber nicht out of Options. Naruto. Gut, dumme Naruto Fortnite Witze zu machen, können wir jetzt von meiner Checkliste schon mal abhaken. Kommen wir also zum eigentlichen Moment. Nämlich zum Ultimate Toby Troll Moment. Hallihallo! Hallo.
Na, wie geht's denn so? Während Sasuke sich nämlich mit seinem Bro gefetzt hat, haben die Konohanins ein wenig gegen Tobi gefightet. Und den Kampf kannst du auch eigentlich ziemlich einfach zusammenfassen. Denn Tobi hat Naruto genauso hängen gelassen wie damals der dritte Hokage. Ja, der Bruder hat wirklich nur getrollt und sich dabei Neujutsus ausgedacht. Ich glaube, ich hab's gerade erfunden. Ich nenne das Jutsu mal Hau den Maulwurf. Ja, das kennen wir. Das hat Naruto später bei Pain ja auch benutzt, nur in einer etwas anderen Form. Ja, bitte, auf damit. Aua. Im Endeffekt hat er sie aber nur aufgehalten, bis Sasuke seinen Kampf gewinnt. Dann hat Tobi sein wahres Wesen gezeigt und den Abgang gemacht wie ich, wenn Leute mich nach einer neuen Folge von Naruto Filler-Buden fragen. Okay, Bleach-Fans werden mir garantiert zustimmen, dass das Wort Bankai zu hören einfach das Schönste überhaupt ist. Bankai. 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 Mann. Mayasu, kein Bock gegen den zu spielen. Ja, wir warten immer noch auf das Bankai von Eisen. Aber gut, wer so einen krassen Drip hat, braucht eigentlich auch keinen Bankai. Was ich aber eigentlich sagen wollte, das Wort Bankai zu hören ist einfach Hammer. Aber es gibt ein Wort, das dieses toppt. Es geht mir hier nämlich darum, dass der OG One Punch Man, nämlich Ikkaku, sich dazu entschieden hat, das Wort Bankai mal ganz anders auszusprechen. Bankai! Ja, Ikkaku ist halt immer wirklich extra special drauf und spricht das Ganze hier deshalb anders aus als die anderen. Aber gut, ist ja klar, bei einem Dude, der 1:1 so aussieht wie Saitama. Sein chilliger Lidschatten ist das einzige, was ihn nochmal hier rettet. Und was seinen Gegner angeht, alleine mit seinem Aussehen hätte er zwar schon gewonnen, weil, seien wir ehrlich, wie kann man als Taite Kubo so ein krasses Design droppen, nur um es dann nie wieder zu zeigen? Und ja, also den Gegner hat er schon die Ehre genommen mit dem Face-Off von den beiden, das war schon ganz saftig. Aber der Kampf war viel zu kurz dafür, dass wir nie wieder was von Ikkaku bekommen. Er ist wirklich der One Bankai Man, weil mehr haben wir von ihm echt nicht bekommen. Okay, Freunde, ich muss hier Attack on Titan reinpacken. Ich meine, ich muss sie doch irgendwie für den zweiten Part der Final Season, der nächsten Monat an den Start geht, anheizen, oder? Naja, glaube ich jedenfalls, denn ich habe irgendwie das Gefühl, dass mir das Ganze jemand befriert oder so. Naja, wie dem auch sei. Wir hatten bereits einige Momente gehabt, in denen Eren so richtig schön Ehre genommen hat. Die gesamte letzte Staffel ging ja eigentlich nur darum. Ich möchte die Uhr aber hier nochmal zurückdrehen und zum legendären Fight um Shiganshina kommen, wo Armin und Eren dieses andere Tag-Team gegen Berthold rausgehauen haben. Wir erinnern uns zurück. Eren ist als Titan extra runtergefallen, um Berti abzulenken, damit Armin ihn angreifen kann. Doch in Wahrheit war Armin hier das Ablenkungsmanöver für eben Berti. Und verdammt, ich hab es immer gesagt. Armin war schon seit Tag 1 die heißeste Waifu in dieser Show. Denn nur die heißeste Waifu kann den ekligen Mundgeruch von Berti standhalten. Und das alles haben sie nicht getan, um Berti zu besiegen. Nein, sie haben das nur so getan, um ihn ordentlich zu flexen. Den kolossalen Titan zu besiegen, ist so gut wie unmöglich. Armin und Eren haben hier aber nicht nur einen Weg gefunden, nein, sie haben ihn sogar noch getrollt. Armin hat also hier sein knuspriges Rüstungshaki ausgepackt, um Berti auszudünnen, damit Eren f***ing Jäger, der bis zu diesem Zeitpunkt nur einen einzigen Titanenkiller als Soldat hatte, Berti auf altmodische Art und Weise besiegen kann. Und man, die Animation war mal wieder absolut spicy bei der Szene, was soll ich dazu denn noch sagen? Und da sie eben den kolossalen Titan besiegt haben, war das ein ziemlich big win für die Menschheit, denn dieser hat natürlich etliche Menschen auf dem Gewissen. Nun, da Eren ihn aus dem Weg geräumt hat, passiert sowas nicht mehr. Oh, ach ja, die Aussage stimmt wohl heutzutage nicht ganz. Abgesehen davon hat Mikasa nebenbei Rainer auch ein bisschen Schwanz gegeben und Armin hat sich am Abend dann noch Berti gesnackt. Ja, der Bruder hat ihm wirklich alles genommen. Seine Titankräfte, seinen Sixpack, später seine Heimat und seine Waifu. Also Leute, das war's gewesen, ganz kurz und knackig. Ja, vielen Dank für den Support bei dieser ganzen Videoreihe, als auch auf dem Kanal an sich. Ich würde sagen, lasst einen Daumen nach oben da, Abo auf dem Kanal, ihr wisst Bescheid. Bin damit raus, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Was war euer Lieblings-Edegenommen-Moment von dieser Staffel, wenn man es so nennen kann? Bis zum nächsten Mal, haut rein.